Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. Ja, Matthias, der HFC gewinnt heute gegen Groß Asbach zu Hause. Wie wichtig war dieser Sieg? Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Also ich denke mal, das hat man auch an den Reaktionen dann bei den Toren gesehen, auch nach dem Spiel. Vor allem auch nach den letzten beiden Spielen, die wir auch verloren haben, war es einfach ganz, ganz wichtig, heute wieder einen Dreier zu holen. Und wir sehen ja auch, wie eng die Tabelle ist, auch wenn man nicht auf die Tabelle schauen soll. Aber trotzdem ist es alles sehr, sehr eng. Und der Dreier hat uns auf jeden Fall sehr gut getan. Jetzt erstmal Glückwunsch zu deinen ersten bzw. ersten beiden HFC-Toren. Ist dir da ein bisschen die Last von Schultern gefallen? Extrem, sehr sogar. Es war ein Riesenstein, der mir vom Herzen gefallen ist, beim ersten Tor schon. Aber ich denke mal, bei mir persönlich, ich habe es auch in den letzten Wochen schon gemerkt, dass ich mich immer besser fühle, auch im Training, in den letzten Spielen, auch im Testspiel gegen Dresden, dass es auch mit der Mannschaft immer besser klappt. Und umso schöner, dass es heute dann auch mit zwei Toren und den drei Punkten dann geklappt hat. Genau, du sagst es schon, gerade erst hat man richtig gemerkt, wie viel Spaß ihr hattet. Was war der Unterschied zu den letzten Wochen? Ja, schwer zu sagen. Also es hat einfach gut geklappt. Wir haben vorne früh und gut Druck gemacht, relativ weit vorne auch die Bälle erobert, gut nach vorne gespielt von der ersten Minute an, direkt Druck ausgeübt, gute Chancen rausgespielt. Ich glaube, was waren das? Nach 20 Minuten stand schon 2-0. Hat uns natürlich gut getan. Und wir müssen jetzt einfach gutes Wochenende jetzt erstmal genießen, den Sieg genießen. Und uns dann auf Erfurt vorbereiten, wo wir dann natürlich auch weiterhin punkten wollen. Na, das hört sich gut an. Dann genieß das Wochenende. Dankeschön, ebenso. Danke. Ja, Tobias, heute gegen Groß Asbach wurde der Schalter endlich umgelegt. Tut gut, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich denke, wir sind relativ gut ins Spiel gekommen. Erste Halbzeit war die Laufarbeit von uns extrem hoch. War natürlich dann Gold wert, dass wir relativ früh in Führung gehen, dann aus zweite endlich nachlegen und nicht hinten wieder einen schnellen Ausgleich bekommen. Ich denke, es war trotzdem heute nicht alles gut, aber aufgrund der Situation, in der wir stecken, war es einfach extrem wichtig, dass wir heute das Spiel gewinnen. Du hast heute dein erstes Spiel von Anfang an gemacht, dann hinten gleich zu null. Ist doch auch mal nicht schlecht. Ja, okay, also in Bremen habe ich auch schon von Anfang an gespielt, aber das erste Mal zu Hause jetzt hier von Anfang an. Und natürlich, wir haben uns auch vorgenommen, die ganze Woche zu null zu spielen. Für mich persönlich ist es natürlich doppelt schön sozusagen, dass es heute dann geklappt hat und mit dem Startelf, also mit dem Startelf-Einsatz hier zu Hause, es war natürlich bei der Kulisse sehr schön. Du hast auch mit dem Tobias Schilk auf der rechten Seite echt gut harmoniert. Ist das im Training dann schon so einstudiert? Also wir haben es jetzt die Trainingswoche über öfters trainiert so, deswegen die Abläufe werden immer besser. Ich denke, das ist immer noch Steigerungspotenzial, weil wir, ja, wie gesagt, die Konstellation der Abwehrreihe war jetzt heute zum ersten Mal so. Aber ich ziehe da eigentlich ganz positiv aus und mal schauen, wie es wird. Was könnt ihr jetzt alles Positives für die nächsten Wochen mitnehmen? Ja, auf jeden Fall, dass wir heute hier den Dreier endlich mal zu Hause gelassen haben. Vorne haben wir heute wieder gezeigt, dass wir jederzeit in der Lage sind, auch ein Tor zu machen. Und klar, aufbauen können wir auch jetzt auf, dass hinten mal die Null gestanden ist. Das hört sich gut an. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Erik, Glückwunsch zum Sieg. Tolle Leistung. Was ist der Unterschied zu den letzten Wochen? Aha, schwer zu sagen. Wenn man dafür ein Rezept mal hätte, dann würden wir es jede Woche abrufen. Ich denke mal, heute hatten wir auch das Matchglück, dass wir früh in Führung gegangen sind und dann eigentlich auch gut verteidigt haben, wenig zugelassen haben. Und das konnten wir ja dann über das ganze Spiel durchziehen. Du hast ja jetzt den Klaus endlich wieder neben dir oder habt ja vorhin nicht zusammen gespielt, aber er ist endlich wieder da. Man merkt schon, dass ihr beide dann in der Mitte das alles gut im Griff hattet. Ja, auf jeden Fall. Klaus ist ein super Fußballer, mit dem ich mich auch außerhalb des Platzes gut verstehe. Und ich bin natürlich froh, wenn das dann am Wochenende bei den Spielen dann auch gut klappt. Jetzt habt ihr heute 3 Tore gemacht, hinten zu null. Da kann man sich schon mal dran gewöhnen. Ja, das stimmt allerdings. Aber eigentlich ist das ja auch unser Anspruch, dass hinten die Null steht und wir vorne ein, zwei Dinger machen und das Spiel gewinnen. Und wir sind froh, dass es heute so gut geklappt hat. Und hoffentlich können wir gegen Erfurt nachlegen. Ja, das hört sich auch gut an. Vielen Dank. Danke. Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft.